Haben Sie ihn sich übrigens genauer angeschaut? Haben Sie seine Nase gesehen? Mit einer solchen Nase ist man zur Liebe unfähig. Wohingegen eine solche Nase für die Liebe wie geschaffen ist. Ich habe eine ausgesprochene Liebesnase. Mein Verdacht war also ganz richtig. Ja. Aber mein lieber Monsieur Butler, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich hatte mit Ihrem Besuch gar nicht gerechnet, weil mein Mann mir Ihren Zustand geschildert hat. Auch das noch. Meinen Zustand? Was denn für ein Zustand? Dass Sie ans Haus gefesselt sind. Ah. Durch Ihren Rheumatismus. Wie bitte? Ja, Sie fahren doch vorwiegend im Rollstuhl. Pardon, gnädige Frau, verwechseln Sie das nicht? Sind das nicht Sie? Ich? Nein. Sie? Natürlich Sie. Ach, ich? Natürlich. Also dann ich auch. Quick, quick, tell me you love me. Aber natürlich. Natürlich. Oh mein Gott. Yeah, yeah.